Herzlich willkommen zurück bei Sanctum 2 mit Mad-Eye Silbernitrat und dem Sergeant Rumpel, wie immer. Hello. Servus. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen auf die Schnauze gekriegt, aber unser Kern hat immer noch 3680. Also sieht eigentlich noch ganz gut aus, dafür, dass wir 5 von 8 Wellen bestanden haben. Ich bin hier wohin gekommen? Wo bist du denn, Rumpel? Ach, da bist du. Komm mal, ich geb dir geil mal was. Geil. Oh. Give it to me, Baby. Ich bin hier bei einem riesengroßen Raumschiff. Wie? Wo? Was? Das ist ja geil. Ich bin irgendwie abhanden gekommen. Der Sightseeing-Beauftragte ist auch wieder unterwegs. gib uns deine Informationen, lieber Sightseeing-Beauftragter. Okay, Freunde, ich habe ein bisschen was gefunden. Ich bringe Minen mit von meinem Streifzug. Ich bin der Scout, Alter. So sieht's aus. Der Scout. Ich bin der Scout. Ich bin der Scout. Baue ich aber jetzt das ist super, man soll hier hin. Ja, soll man da hin? Wie viele Wellen haben? 5 von 8? Ja klar, sonst würden die doch hier nichts hin. So Leute, ich habe jetzt das so gebaut, dass sie nur noch durch eine von... Ah ne, das stimmt gar nicht. Hier könnte ich nicht... Oder kann ich da bauen? Ich könnte hier rein theoretisch bauen sogar. So, ich hole noch die zweite. Ich habe noch eine zweite Linie gefunden. Ah. Das entzückt mich ja jetzt total. Während ihr euch da abmüht, guckt euch die Welt an. Ah, der Weltenbummler. Hier geht's nach District 11. So, ich überlege, ob wir diese hier vielleicht sogar abbauen. Die große Gun. Ja. Und ich baue die da drüben wieder auf. Ja. Die kleinen Guns brauchen wir eigentlich auch nicht mehr so unbedingt hier. Dann bauen wir alles nur noch in die letzten Kanäle rein, oder? Würde ich fast sagen, ja. Vor allem, weil nämlich hier jetzt ja auch das Thema so ist, dass im Endeffekt wir eine Reihe, die hier kommt, die von dieser linken Tür kommt, die würde jetzt erstmal hier langlaufen und dann das erste Mal von denen was abkriegen und dann später nochmal. Also insofern immer die Wege doppelt an den Türmen vorbeiführen ist natürlich immer sinnvoll und vor allen Dingen so teure hier. Aber ich habe gerade gemerkt, wenn ich abbaue und wieder aufbaue, dann verliert man. Kostet Geld, ne? Ja. Kostet Geld? Oder? Ist es so? Nee, kostet nicht. Das war ein Perk. Ich habe hier zwei Minen noch mitgebracht. Die liegen hier am Kern. Die könnt ihr. Aber wir haben erst 5. Welle, ne? Von 8. Da würde ich doch auf später verschieben. Ja, mach das. Wir können das auch gerne auf später noch packen. So, ich hätte alles verballert. Rumpel hat noch 500 zum Upgraden. Ich bin gerade dabei. Ich habe noch irgendwie 90, glaube ich. Das ist noch 90, ja. Sieht so aus. Dann grade ich auch noch ein bisschen ab. Achso, die Frage ist, ob es nicht sinnvoll ist, hier eventuell nochmal so einen, den haben wir nämlich noch gar nicht aufgebaut, so einen Tower hier mal aufzubauen. Laser Tower? Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das war, wurde die nicht betäubt von diesem Laser Tower? Ja, auch so ein bisschen betäubt. Ja, das ist voll wichtig. Nee, aber gerade hier. Es gab noch einen anderen Turm, der richtig betäubt hat, oder? Aber den haben wir bisher noch nicht. Also wenn ihr den noch ein bisschen upgraden könntet, hier den hier, das wäre nicht schlecht. Da muss ich eine Sache abbauen. Baue ich mal... Vielleicht irgendwas Kleineres oder so. Baue ich den mal ab hier. Weil ich glaube, der betäubt nämlich ab dem ersten Upgrade hier, der Kollege. Ich fände es ja ganz cool, wenn man auch währenddessen noch upgraden könnte. Ja. Das wäre nicht schlecht. Na gut. Ich glaube, das ist es. Ach so, das eine ist unser Kern. Ach so, der blaue Kreis ist unser Kern. Das heißt, mehr als 3... Ausgänge kriegen wir gar nicht serviert jetzt hier. Nee, mehr gibt's nicht. Drei sind Maximum. So, um welchen kümmern wir uns zuerst? Hier um den linken wahrscheinlich. Ich glaube, hier kommt so ein Tank aus dem einen raus. Ich guck mal. Oh, ja. So ein Übertank, so ein Riesenviech. Tu mal, ich glaube... Hier kommt überhaupt nichts raus. Hier. Doch, kommt wohl. Aus dem allerersten kommt so eine riesige Zecke. Ja, oder sowas. Da bin ich. Ich krieg jetzt von hier mir alles, aber was ich schieße immer schön. Hier kommen die schnellen Kleinen, verdammte Axt. Das wird. Ich häng fest. Nein. Oh. Die ist langsam. Hat noch 50%. Das ist scheiße. Der Tank. Naja, ich komme. Nee, ist okay. Was heißt okay? Boah. Läuft das? Ja. Geht. Die Türme machen hier am Ende doch noch ganz schön viel Schaden dann. Das ist ganz gut. Ja, wir haben die ja ganz gut aufgebaut, glaube ich. Gut, dass ich mich da rausgehalten habe. Was? Das wollte ich sagen damit, oder? Ich bin kurz tot. Du bist kurz mal tot? Nein! Ja, ich bin kurz mal tot. Aber in 2, 1.
bin ich wieder da. Aber der Tank, der lässt sich von mir gar nicht beirren. Ah, hier, der After von dem ist der Weak. Ja, der After, ja, ja. Alter, dieser Weak. Das ist ja so eine Riesenamöbe hier. Das ist ja geil. Super. Oh, weg ist er. Oh, das war's schon. Ah, nee, da ist noch eine Riesenamöbe. Hier ist noch eine zweite. Oh. Die sind aber sehr langsam. Nein, das ist doch eine Zecke, dachte ich. Also, einmal in After. Immer schön in den After rein. Ich glaube, das ist der After, ja. Einmal After-Feuer. Einmal mexikanisch für die Riesenamöbe, bitte. Das ist schön brennt. Bam. Mal Granate in Anus. Ist ja auch Humor. Aber da kommen ja auch Tentakeln raus, ne? Humor der... Warum auch nicht? Untersten Sorte. Das nennt man doch Hämorrhoiden, oder? Genau. Tentakel aus dem Arsch. Tentakel aus dem Arsch. Eindeutig Hämorrhoiden. So, liebe Leute, ja, wir haben ein neues Thema. Ja. Und zwar von Tionidas. Mhm. Und, Moment, ich werde hier nochmal einen kurz aufbauen. So, ich lese mal das Thema vor und ihr werdet mal ein bisschen rumbauen. Wie stellt ihr euch die Zukunft von Spielen vor? Was wollt ihr haben, damit es für euch die beste Spielerfahrung ever sein kann? Wollt ihr reinschlüpfen in das Spiel, als würdet ihr es wirklich erleben, wie zum Beispiel Matrix-artig, oder wollt ihr, dass es immer noch getrennt ist zwischen Virtualität und Realität, weil es anders zu gefährlich sein könnte? Finde ich ein interessantes Oculus. Thema, gerade mit Oculus Rift, Oculus genau. Oculus Rift ist doch der nächste Schritt dahin. Ja, der ist ja schon... Der ist ja schon bei Facebook. Der ist ja schon, erstens das und zweitens ist der ja schon auch tatsächlich beschritten worden. Mhm. Dieser nächste Schritt. Ich glaube, wenn du... Also, ich würde gerne sehen, so volle Immersion, also sprich, voll drin zu sein. Oculus Rift und dann noch irgendwie, keine Ahnung, es gibt noch dieses Omni, wo man dann laufen kann und die Laufbewegungen noch direkt... Hast du nicht Angst davor? Also, irgendwie erinnert mich das immer so an Utopien von allen möglichen Science-Fiction-Autoren, die dann schreiben, keine Ahnung, eine ganze Gesellschaft ist, ist irgendwie in solche... virtuellen Welten abgetaucht und nichts. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Das will man ja. Das will man. Als Regierung will man das. Außerdem, es wird doch mit der Robotik und Computergeschichte wird es doch bald gar nicht mehr Arbeitsplätze für alle Menschen geben. Die müssen doch irgendwas machen. Die müssen doch dann spielen. Ja, aber man will ja mal raus. Ready machen. Man will ja aus der schnöden Welt, will man ja eigentlich raus, ne? Und viele Leute greifen dazu Drogen und das mit hier Computerspielen ist ja genau das Gleiche. Das funktioniert nach Belohnungssystem und so. Ja. Das ist genau das Gleiche. Und je weiter du da reinkommst, desto mehr Droge ist das im Prinzip. Und das Schöne aber an Computerspielen ist, dass man diese Droge, wann immer man möchte, verlassen kann. Theoretisch zumindest. Theoretisch, ja. Genau. Aber ist es nicht irgendwie sinnvoller, unser ganzes Bestreben, was hier so existiert, oder das menschliche Bestreben, in die Vervollkommnung der Realität zu setzen, anstatt in die Vervollkommnung einer virtuellen Welt? Ja, aber das ist ja so schwer. Was ist schwer? Ja, die reale Welt zu optimieren. Das ist es ja. Das ist ja das Schwierige dadurch. Im Computerspiel machst du halt den Schwierigkeitslevel ein bisschen weiter runter und dann geht das schon, ne? Und in der Wirklichkeit, da sind diese Sachen halt einfach auch gefragt. Da kannst du dich nicht rausmogeln mit Schwierigkeitsstufen. Ja, aber genau deshalb ist es doch eigentlich sinnvoller, Skills zum Beispiel zu verfeinern, die dir in der Wirklichkeit weiterhelfen, weil es da eben um wesentlich mehr geht als eben in der virtuellen Welt. Ja, aber das kriegst du halt nicht hin. Meinst du? Das glaube ich nicht. Oh, eine Minute, Leute. Eine Minute Aufbauzeit. Oh. Ja, dann upgraden. Ja. Hauptsache upgraden. Oh, das ist ja schon alles upgradet. Nee, das auch nicht. Aua. Ich denke da immer nicht dran, dass hier. Aber habt ihr nicht Bock, so Sachen zu erleben, die ihr höchstwahrscheinlich nie in der Realität erleben könnt? Was weiß ich, Jetfighter irgendwie zu fliegen bei Battlefield? Ja, das wäre natürlich schon ganz geil. Aber die Frage ist, ob nicht, also diese Erfahrungen, die man zum Beispiel in so einer Arcade-Hölle früher gemacht hat, mit so einem riesigen Screen und einem Sitz, ob die nicht vollkommen ausreicht für sowas. Ob man das irgendwie wirklich braucht, dass man da sich so komplett in irgendwas hineinversetzt und
Also, dass so real wird, dass man vielleicht auch, dass da dadurch halt auch wieder Sehnsüchte entstehen, die unerfüllbar sind. Genau, die eventuell dann gar nicht mehr erfüllbar sind. Könnte ja auch sein. Ja. So, wo kommt zuerst? Ich sage jetzt mal Norden, Süden oder Westen, ja? Es kommt zwei Super Beatles von hinten raus. Was? Warum aus dem Norden. Das hat er vorhin gesehen. Ach so, weil ich noch nicht ready aus bin. Okay, aus Süden kommt zwei. Süden? Süden kommt jetzt einer. Das ist aber ein Riesen-Beetle. Die anderen sind schneller, die dir aus Westen kommen. Da gehe ich zu Westen. Ich bin bei dem Eingang, wo. Ja, da bin ich jetzt auch. Wo wir zum Schluss waren. Der letzte, den wir beackert haben. Den ihr beackert habt. Boah, 8000. Die haben aber echt viel Lebensenergie, ey. Oh ja. Die hätte ich auch mal ganz gerne. Oh, 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 oh. Also ein Riesen-Beetle ist schon relativ weit. Boah, und da sind sehr, sehr viele hinter ihm. Ab gleich. Oh weia, alles grau. Ja. Oh je. Oh, ich bin tot. Boah, mir geht's jetzt gerade schlecht. Wo ist der bin tot. Denn? Ja, du kommst aber gleich wieder, hoffentlich. Ja, ja. 2, 1. Und hier wird auch geil, so statt Fitnesstraining hier ein bisschen mal zu laufen, zu springen und gegen solche Viecher zu spielen. Ich meine, die Frage ist halt nicht, ob irgendwas geil wäre oder nicht, sondern die Frage ist doch eher, ist es nicht so, dass zwar bestimmte Sachen geil sind, aber andere Sachen dafür so gefährlich werden, dass man lieber insgesamt darauf verzichtet. Also ich finde, gerade bei solchen Sachen sind halt die Regelungen teilweise... Oh. Riesen-Beetles, um die müssen wir uns mal dringend kümmern. Ja, bitte. Die haben noch fast noch gar nichts runter. Ich bin gerade dabei. Die trifft man übrigens nur hinten, ne? Alles andere macht null Schaden. Boah. Ich komme aber auch nicht hin. Gerade der erste noch. Boah, der ist ganz schön anstrengend, der Typ, aber der hat nicht mehr viel. Jetzt ist er weg. Einer weg. Ist tot. Und der andere auch, oder was? Geschafft. Ja, ach so, geil. Hä? Wie, so, was ist denn mit meinen Minen? Liegen die noch? Oh, die waren noch nicht mal so letzte Welle nicht kommt dran. Gleich. Das aber hier ist die letzte Welle. Das ist der letzte Tag. Kann ja treiben. So, die Frage ist jetzt, wir haben 12 Minuten, ne? Ja, das ist doch gut. Ja, ist doch ideal. Perfekt. Wir müssen jetzt sowieso erstmal ein bisschen aufbauen hier. Ich baue jetzt mal meine Minen, die ich geholt habe. Die baue ich einfach mal, die lege ich mal aus. Dieses, war noch so ein paar, genau war das. Das ist super. Die sind gut, ne? Ja, die schocken, glaube ich, alle so ein bisschen am Ende nochmal. Schocken mal richtig rein. So, ich habe noch 7 Elemente, die ich aufbauen könnte. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinbauen soll. Ich kann dir auch noch 5 geben. Nee, das lohnt sich irgendwie gar nicht. Aber ich sehe auch keinen. Ich glaube, du hast es optimal gebaut. Ja, 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 ja. Das ist gut. Schon wirklich sehr gut. Oh, da glänzt da wieder der Rumpel. Medai, du kannst noch ein bisschen upgraden. Eben, wo wir gerade von Real-Skills und Computer-Skills reden, ne? Virtuellen Skills. Ich habe den jetzt Overcharged, das ist auch gut, ne? Hab ich ja, gehört. Overcharged ist auch gut. Hoffentlich. Ich glaub, dann haben wir doch alles. So, dann würde ich sagen, gut die go. Perfekte Welle. Also, nochmal über das Thema, nochmal kurz. Ja. Ja. Das, okay. Darum also ich bin dann, ob es eine Gefahr ist, sicherlich. Alles stellt ja irgendwie eine Gefahr dar. Zu viel Alkohol. Ich glaube aber, alles stellt nur deshalb eine Gefahr dar, weil es so schwer regulierbar ist, oder? Es ist doch immer nur die Regulierung, die das Ganze gefährlich macht. Ja, der Mensch lässt sich halt auch gerne ablenken und hat auch Spaß daran, sich ablenken zu lassen. Und da kann ich mich von nicht ausnehmen. Oh, was kommt denn da für ein Monstergerät? Ey, der macht die Dinger kaputt. Macht die Dinger kaputt. Oh, wie viel ist das denn? Alter, der macht die Dinger kaputt, Leute. Der macht alles kaputt. Ja, auf den drauf. Wir müssen nur noch auf den drauf. Auf den Obertypen drauf. Nee, das ist die Taktik von denen. Ja, aber anders haben wir sonst keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ja, aber die anderen, die kommen ja durch. Oh, Alter, der macht alles kaputt. Der macht alles kaputt. Der macht alles kaputt. Oh, auch mich. Oh, ja, ich auch bin dich. Tot. Scheiße, ich bin tot. Oh, mein erster Tod überhaupt in diesem ganzen Spiel. Was? Das war ja, aber höchste Zeit. Der fucking Patriarch. Ich weiß nicht, wo ist denn der Superspot von dem? Der ist vorne dran, diese Vagina hier, die er da hat. Ah, die rote? Die rote Vagina, die schon blutig ist. Oh, da gehen welche auf. Jetzt verstehe ich, warum man das hätte noch bauen sollen, diese ganzen Sachen, die wir da gehabt haben. Ja, aber das bringt ja nichts. Wir können ja nicht irgendwo hinbauen. Ja, stimmt. Wir können ja auch nichts zubauen, das ist so das Problem. Wie geil wütend der ist. Ja, aber das ist ganz gut. Haben wir denn noch sonst andere? Nee, unser Kern steht immer noch, das ist alles super.
Aber der ist bald durch, dieser fucking Patriarch. Ja, aber der ist auch gleich durch. Also tot, meine ich. Will ich hoffen. Also durch und tot. Ich weiß gar nicht, ich schieß auf die Vagina. Jawoll. Ich schieß auf die Vagina. Habe ich schon mal gesagt, dass es mir wieder sehr viel Spaß macht, mit euch zu spielen. Welcher Level seid ihr denn jetzt so? Sechs. Sechs. Ah, ja. Und ich schieße auf die Vagina. Ah, ja. Also, ich meine, für die Pornografie wäre das natürlich auch wieder eigentlich, also für die einen wäre es ein Segen, für die anderen vielleicht tatsächlich auch eine Droge, wenn das alles so ultra real wird, ne? Man darf da immer nicht vergessen, dass gerade solche Sachen wie Oculus Rift und Co., also so Immersive-Sachen, dass die Pornoindustrie natürlich da immer gleich an Gieren erster wird. Stelle ja, steht. Ja. Und zwar wirklich so, dass man das hört. So. Ja. Und, aber ich meine, es wäre natürlich für die Erfüllung sexueller Träume, puh, ob es dann vielleicht auch einen Rückgang an Vergewaltigungen und sowas gibt. Oder, ja, ganze Kriminalität ist ja ein ganzer Scheiß, der da dran hängt. Also sind meinst ja also, wenn du jetzt virtuelle Welten, wenn die perfekter werden, dass dann, ich sag jetzt mal, Bedürfnisse gestillt werden können, die sonst nur über Kriminalität gestillt werden könnten? Ja, vielleicht. Oh, das ist jetzt aber wirklich ein sehr expansives Thema. Ja, genau. Ja, jetzt wird's schwarz. Ey. Hier diese Johanna Braun, das Ehepaar Braun hat einen sehr guten Science-Fiction-Roman darüber geschrieben. Die fliegen irgendwann zu den Lumen, heißen die, und die konsumieren die ganze Zeit nur noch, ohne Ende. Und machen nichts mehr, oder was? Nee, und nur so funktioniert die ganze Wirtschaft. Und das ist alles ein unglaublicher Frevel eigentlich. Und es gibt, nee, warte mal, ich glaube, irgendwie verwechsel ich das jetzt. Es gab zwei gute Science-Fiction-Romane, das ist aber schon ein bisschen her, dass ich die gelesen habe. Einer davon war eben so eine Gesellschaft, so eine Dystopie, wo alle dem Konsum verfallen sind und ständig wird alles neu gemacht. Jeden Tag werden ganze Zimmereinrichtungen zerkleinert und wieder neu hergestellt. Mhm. Und der andere Roman war, wo Leute, das könnte Stanislaw Lem gewesen sein, wo Leute dann tatsächlich in so einer virtuellen Welt leben, wo die alle irgendwie total fett sind eigentlich und in so Sesseln leben. Also das Harry Rodan ist das, der erste Teil. Nee, Harry Rodan? Aber da kommt das auch. Das ist natürlich ein wiederkehrendes Thema irgendwie, ne? Ja, klar. Weil es war im ersten Perry Rodan-Heft, war das so, der Perry Rodan findet ja die Außerirdischen auf dem Mond, aber die haben keine Lust, ihr Raumschiff zu reparieren, weil sie die ganze Zeit nur spielen. Das könnte natürlich passieren. Geil. Aber es ist geil, wenn dann das Spiel kaputt geht, was machen sie denn dann? Ja, dann ist natürlich die Motivation sicherlich wieder da. Naja, was haltet ihr von Spielen und von Oculus Rift und Co.? Seht ihr darin vielleicht auch eine Gefahr? Erstmal momentan, das Oculus Rift ist natürlich erstmal super lustig und super viel Spaß. Aber könnte das eine Entwicklung sein, die vielleicht auch irgendwann tendenziell gefährlich werden könnte? Oder seht ihr dem alles, seht ihr der ganzen Entwicklung mit Spannung entgegen und wollt Teil davon sein? Genau. Darf ich fragen, ob einer von euch das Ding schon mal anhatte? Nee. Ich auch nicht. Nee, ne? Ich wollte mit dem Rumpel der Gamescom hin. Und genau, dann aber dann war es so voll, dass wir uns da nicht anstellen wollten. Ja. Du warst so voll. mir ging es so dreckig, Alter. Ich glaube, ich hätte gekotzt, wenn ich in diesen Oculus Rift aufgehabt hätte und dann die Achterbahn gegangen wäre. Ja, und was soll der Scheiß, dass Facebook das jetzt gekauft hat? Was soll der Scheiß? Ja, wer Geld hat, der kann machen. Was soll denn der Scheiß? Money rules the world. Ich bin raus jetzt hier, kein Bock mehr. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.